Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ja, das Wetter ist eigentlich einigermaßen schön. Ich hätte eigentlich auch draußen drehen können, aber ich habe irgendwo keine Lust heute irgendwie rauszugehen. Sonntags ist eh immer so gemütlich. Ich war die letzten Tage schon immer draußen und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bleibe ich heute mal herin. Na, soll ja die nächsten Tage, glaube ich, auch schön werden wieder. Das erste, was ich jetzt gleich einmal sagen möchte, ich habe ja im Riegel Freitag war das, glaube ich, da habe ich gefragt, ob das jemand möchte, dass ich mal die Krimi-Geschichte vorlese, an der ich jetzt gerade schreibe. Ich bin mittlerweile schon im dritten Kapitel sogar, also ich würde sagen, am Mittwoch machen wir das in aller Ruhe, dass ich das Vorwort und die ersten zwei Kapitel vorlese, weil das dritte dauert ein bisschen. Auf jeden Fall, da können wir es machen. So viel dazu. Dann das zweite. Ich habe vor längerer Zeit einmal gesagt, sobald ich das Video mit dem Statement von Basti, dass er schwul ist, finde, werde ich es euch verlinken. Und ich hab's gefunden, hab's sogar abgespeichert in einer Playlist drinne, die wo ich brauche für die Videos. Und da habe ich es jetzt gefunden. Und jetzt werde ich es euch halt in der Videobeschreibung verlinken. Ja? Und apropos Basti, wir haben leider immer noch keinen Kontakt. Und von daher, dass ich jetzt in einer anderen Uwe gerade Praktikum mache, also am Montag geht's wieder weiter. Ich habe jetzt die letzten Tage Urlaub gehabt, aber morgen geht's wieder los. Da gehe ich wieder zur Arbeit. So ein paar Tage Erholung haben wir auch gut getan. Wie gesagt, das Statement-Video, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dann das dritte. Da ist letztens in der Zeitung drin gestanden, neben dem, dass ganz in der Nähe von meinen Eltern eine neue Uwe gebaut wird, war auch noch in der Zeitung gestanden, das habe ich sogar im Radio gehört, da ist ein Mann absichtlich mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, und zwar so mit der Beifahrertür, weil er seine Frau umbringen wollte, und zwar aus dem Grund, weil sie ihn verlassen wollte. Die hat eine Beziehung mit dem Vorgesetzten von ihrem Mann und ihr, und wegen dem Chef wollte sie ihn verlassen. Und drum ist er gegen den Baum gefahren mit der Beifahrertür, aber er hat gemeint, er wollte sie keinesfalls umbringen. Da kann man sich auch seine Meinung bilden. Und die anderen sagen wieder, ja, der sei betrunken gewesen und ist deswegen von der Fahrbahn abgekommen. Tja. Ja, und die Frau hat ja behauptet, er hätte sie geschlagen. Also nicht der Chef, sondern ihr Mann hätte sie geschlagen und gesagt, dass er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen kann. Also quasi eine geschmiert und dann sagen, ja, ich kann mir das Leben ohne dich nicht vorstellen. Da denke ich mir, so kann man es auch nicht machen. So geht es erst recht. Also denke ich mir mal. Weil wenn ich eine schmier und dann sage ich, ich kann mir das Leben ohne dich nicht vorstellen. Dann geht die doch erst recht. Dann denkt sie, die leben mir am Arsch, ich gehe jetzt erst recht. Naja. Ich habe mal gehört, wer seine Hand gegen seine Frau erhebt, ist ein Weichei. Außer gegen seine bestimmte, da ist man für mich kein Weichei. Aber sonst, ja. Da könnt ihr eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommen wir zum vierten Thema und somit zum letzten, und zwar der Kommentar der Woche. Ich blende euch ein, der ist heute vom Olli Schwarz. Ein Gruß an Olli Schwarz. Und zwar: Hey Max, ich finde das übersichtlicher, wenn du mehr Videos auf einem Kanal lässt.
Sonst kriegen es viele Follower nicht mit, wenn sie nicht alle Kanäle abonniert haben. Also, der Olle Schwarz meint alles hier auf Regeltime, so wie ich es in der Community gefragt habe, ob ich wieder alles auf einen Kanal machen soll und nicht mehr auf die anderen drei aufteilen soll. Na, hat der Anonym geschrieben, nee, lass aufgeteilt. Ja. Ich habe früher alles in Regeltime gemacht gehabt. Na, Max und Tour, alles habe ich in Regeltime gemacht. Mir ist halt bloß aufgefallen, das ist ein bisschen zu viel, da hat das andere Zeug keinen Platz. Und deswegen sage ich ja immer, ich verlinke euch die drei Kanäle, wenn ich hier in Regeltime ein Video gemacht habe, damit ihr da hingehen könnt und die abonnieren, dann kriegt ihr es auch mit. Also wer in der Videobeschreibung auf die entsprechenden Links geht und die Kanäle abonniert, der kriegt es auch mit. Aber übersichtlicher ist es natürlich schon, aber wenn man dann natürlich für die anderen Sachen keinen Platz mehr hat, dann ist es besser, wenn man so in drei verschiedene aufteilt. Na? Also wer die neuesten YouTube-Views, die neuesten LPs, Let's Plays oder Max on Tour mitkriegen möchte, der kann die drei Kanäle, wo ihr euch in der Videobeschreibung verlinkt, abonnieren. Mit Glocke, wenn ihr wollt, dann verpasst ihr nämlich das Neueste nicht, was auf den anderen drei Kanälen kommt. Dann können wir es so machen, dass ich es aufteile, weil in Nachrichten-TV gibt es immer die YouTube-News, Dienstag, Donnerstag. In Riegel LP gibt es Let's Plays, ich habe es ja heute schon in Community reingeschrieben und in Twitter habe ich es auch reingeschrieben, dass ich heute noch ein Let's Play geplant habe, aber da muss ich erst einmal gucken, wie und wann ich das mache und ob ich es überhaupt hinkriege. Es ist geplant, aber nicht angekündigt. Ja? Will ich nur mal gesagt haben, nicht das heißt Ankündigungsriegel. Ich habe geschrieben, ich muss gucken, ob und wie ich das hinkriege. Ich habe schon ein Spiel runtergeladen. Und zwar hat das was mit Asterix zu tun. Ja. Müssen wir mal gucken. Wenn heute kein Let's Play kommt, dann spätestens am Dienstag nur kurz vorm Küchendienst. Ansonsten war es das mit dem Kaffeeklatsch am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe jetzt hinterher nach dem Hauptvideo noch ein kleines Video. Wir richten unser Esszimmer ein. Da war früher Schlafzimmer drin und dann eine Zeit lang ein Gruschzimmer. Und jetzt richten wir das zu einem Speisezimmer her. Da wo man sich reinhocken kann mit die Gäste und essen kann. Die Vorlage hat uns die Mutter mütterlicherseits gegeben. Und zwar hat die Oma aus dem Bärenkeller, die wo ich mal interviewt habe hier in Regeltime, da wo ihr die Stimme bloß hört, mit die Fragen an die Oma, die hat uns die Vorlage dazu gegeben, sozusagen, dass man das macht. Und mein Vater hat gemeint, ja, das ist eine coole Sache, das machen wir auch. So eine Tür haben wir schon, so eine Schiebetür. Und jetzt richten wir uns eben eine schöne Tapete her. Tapeziert hat er schon, das seht ihr im Video gleich. Ja, stehen halt nur Sachen vom Arbeiten da, aber ich möchte euch halt einfach mal einen Einblick geben. Ein Schrank steht schon drinnen und alles. Ein Schrank steht schon drinnen, den haben wir von unserer Nachbarin gekriegt. Aber jedenfalls so im Groben kann ich schon mal sagen, das wird ein Speisezimmer. Also bleibt's nur dran nach der Verabschiedung. Es gibt noch einen kleinen Einblick in das kommende Speisezimmer. Und dann mache ich gern nochmal ein kleines Video, wenn das Speisezimmer fertig ist. Also wie gesagt, ihr könnt mir einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Ihr könnt ich empfehle euch die drei Kanäle zu abonnieren. Dann kriegt ihr da auch das Neueste mit, wenn was kommt. Weil
da hat der Olli Schwarz recht, das kriegen nicht alle mit, wenn sie es nicht abonniert haben. Also, ist nur eine Empfehlung, ihr müsst es nicht. Aber praktisch wäre es. Die drei Kanäle sind verlinkt, da könnt ihr drauf gehen. Die Social Media Sachen stehen im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns.